Wie wird Umsatz von einem Möbelverkäufer eigentlich produziert? Und was müssen wir tun, um den Möbelverkäufer in die Lage zu versetzen, mehr Umsatz zu machen? Das ist ja die Aufgabe einer Führungskraft. Eine Führungskraft ist dafür da, Menschen in die Lage zu versetzen, ihren Job morgen besser zu machen, als sie es heute noch könnten. Dazu muss man sich überhaupt erstmal klar machen, wie der Job aussieht. Wir können uns das so vorstellen wie eine Pyramide. Ganz oben ist der Umsatz und oder wie ein Eisberg. Und das Einzige, was wir über der Wasseroberfläche sehen, ist die Spitze des Eisbergs. Nämlich der Umsatz. Den sehen wir in der Warenwirtschaft, den sehen wir in der Chefinfo und normalerweise finden Gespräche statt. Wenn man Verkäufer fragt, wann hast du denn ein Gespräch, dann sagen die, ja, wenn es gut läuft, gar nicht und wenn es schlecht läuft, dann habe ich ein Gespräch. So, wie laufen diese Gespräche ab? Denn es ist ja nichts bekannt, außer der Umsatz ist nicht okay. Also wird der Verkäufer herzitiert und gesagt, du, dein Umsatz ist nicht okay. Denkt er sich, ey, das wusste ich schon. Ich sitze auf dem Fixum, ich kann meine Miete kaum bezahlen. Dass der Umsatz nicht ausreicht, weiß ich. So, jetzt wird als nächstes gefragt, warum ist dein Umsatz, also warum hast du ihn so schlecht geschrieben? Die Frage warum ist eine sehr, sehr ungünstige. Denn die zielt auf die Vergangenheit. Und die Vergangenheit ist das Einzige, was wir wirklich nicht verändern können. Die Frage warum tut noch eins, sie fordert zur Ausredenproduktion auf. Jemand, der gefragt wird, warum hast du versagt, der wird natürlich defensiv und wird anfangen, Ausreden zu erzählen. Das Problem ist, dass er dabei anfängt, auch diese Ausreden zu glauben. Also besser wird dadurch schon mal nichts. Was wir eigentlich machen müssten, ist, wie zu fragen. Wie ist eine Frage, die zielt in die Zukunft? Wie willst du dich in Zukunft verhalten, um mehr Umsatz zu machen? Aber das wird in der Regel nicht gemacht. Das heißt, was wird gesagt? Ja, du musst dich mal mehr anstrengen, sagt die Führungskraft. Das ist eine Dreistigkeit. Denn im unausgesprochenen Teil des Satzes heißt es doch, du hast dich nicht angestrengt. Was bei einem erwachsenen Menschen, der auf Vollprovision arbeitet, ist eine Dreistigkeit zu behaupten, der hätte sich nicht angestrengt. Die Antwort auf die Frage, warum es nicht mehr geschrieben ist, weil es nicht ging. Mit der Motivation, mit den Besuchern, mit den Fähigkeiten, die ich hatte, ging es nicht. Das heißt, wenn ich als Führungskraft dem helfen will, besser zu werden, muss ich gucken, wie er es gemacht hat. Dazu muss ich mir die nächste Ebene angucken, nämlich die einzelnen Stufen des Verkaufsprozesses, die Aktivitäten, die notwendig sind, um überhaupt zu verkaufen. Das sind drei. Kontakte, Gespräche und Abschlüsse. So, das Einzige, was wir normalerweise wissen, sind wie viele Abschlüsse stattgefunden haben, aber auch das hält niemand nach. Wenn man einen Möbelverkäufer fragt, wie viele Menschen hast du denn mit Möbeln glücklich gemacht letzten Monat, hat er keine Ahnung. Wenn man ihn nach seinem Umsatz fragt, das weiß er. Das heißt, auf Aktivitätenebene wird überhaupt nicht hingeguckt. Übrigens bei Möbelhändlern genauso. Wenn man die fragt, wie hoch war ihr Umsatz letztes Jahr, das wissen die wirklich ganz, ganz genau. Und um 3 Uhr nachts. Wenn man die fragt, wie viele Menschen haben sie mit Möbeln glücklich gemacht oder wie viele Aufträge haben sie geschrieben, übersetzt in deren Sprache, dann wissen die das nicht. Übrigens, wenn man einen Möbelverkäufer fragt, wie viele Kontakte brauchen sie denn, um 10.000 Euro Umsatz zu schreiben, das weiß der auch nicht. Das heißt, der kann auch nicht systematisch daran arbeiten, seinen Verkaufsprozess zu verbessern, denn er weiß gar nicht, wie er aussieht. Also, die Aktivitäten sind enorm wichtig. Auf Möbelhausbasis, wenn ich einen Möbelhausbesitzer frage, wie viel braucht ihr Auto denn, wie viel Benzin auf 100 Kilometer, wissen die auf die Nachkommastelle genau. Wenn ich frage, wie viele Besucherpartien braucht ihr Möbelhaus für 100.000 Euro Umsatz, dann gucken die mich an, so, oh, sie stellen aber unbequeme Fragen. Jeder, dem ich die Frage stelle, der weiß natürlich, oh Mann, ich gebe 6% meines Umsatzes für Werbung aus, um hier Besucher reinzuschaffen und ich weiß noch nicht mal, wie viel ich davon brauche und wie effizient die danach zu Umsatz gemacht werden. Und die Tankrechnung macht ja relativ wenig von unserem Unternehmenserfolg aus. Also, wir müssen die Aktivitäten erfassen. Das tun wir mit den Möbelverkäufern, indem wir denen das Verkäufer-Navi nahebringen. Es ist einfach eine Strichlistenstatistik. Jetzt fragen mich immer die Möbelhändler und auch die Führungskräfte, Herr Witt, wie stellen Sie denn sicher, dass Sie die Leute nicht betrügen bei dieser Statistik? Und ich sage immer das Gleiche, ich gebe denen keinerlei Hinweise, in welche Richtung ich betrogen werden will. Denn was die meisten Führungskräfte falsch machen ist, die benutzen die Statistik, um Verkäufer zu gängeln und in Senkel zu stellen und schlecht aussehen zu lassen. Wenn jemand sagt, oh Mensch, du hast 10 Leute angesprochen und nur 4 ins Gespräch gekriegt und davon 3 geschrieben, das kann so nicht sein, du verbrennst Kontakte. Und was macht der? Der versucht einfach nur zu verstehen, ja, was will er denn? Will er eine Gesprächsquote von 70%, dann mache ich ein paar Striche mehr. Also, wenn man die Striche benutzt, um die Leute unter Druck zu setzen,
dann wird natürlich gefälscht. Wenn man die Statistiken benutzt, um mit ihnen Strategien zu erarbeiten, um besser zu werden, immer zukunftsorientiert arbeitet, dann werden die einigermaßen zuverlässig gemacht. Als nächstes muss man sich angucken, also das ist die Ebene der Aktivitäten. Man kann natürlich einfach sagen, ich mache mehr Kontakte, aber das ist leider begrenzt durch die Anzahl der Besucher, die man so pro Tag sieht. Als nächstes müssen wir uns angucken, wie effizient machen wir das denn? Das heißt, wie viel Prozent aller Kontakte werden denn zu einem Beratungsgespräch und wie viel Prozent aller Beratungsgespräche werden zu einem Auftrag? Und wie viel Umsatz machen wir pro Auftrag, den Orderschnitt? Diese Effizienzkennzahlen können wir nur erheben, wenn wir die Kontakte haben, wenn die Verkäufer Statistiken machen. Die Effizienz bestimmt aber darüber, wer erfolgreich ist und wer nicht. Und wir alle wissen, es gibt Möbelverkäufer, wenn die losziehen, um Kunden anzusprechen, dann sind die weg mit einer halben Stunde. Und es gibt andere, die kommen sofort wieder und sagen, die wollen nur mal gucken. Die sind zufällig hier. Was macht den Unterschied? Den Unterschied zwischen den beiden macht nicht irgendeine natürliche Begabung. Begabung wird überschätzt. Die Auswirkung von Begabung und Talent auf Erfolg wird völlig überschätzt. Was diese beiden Verkäufer unterscheidet, sind die Techniken und die Prozesse, die sie anwenden. Der eine geht los und quatscht ihn von hinten von der Seite freundlich mit "Kann ich Ihnen helfen?" an, wird erfolgreich abgewiesen und der andere hat vielleicht eine andere Strategie. Vielleicht hat er auch einfach nur eine andere Technik, um sich in den richtigen Zustand zu bringen, um einen Kunden freundlich zu kontaktieren. Also Techniken und Prozesse bestimmen darüber, wie effizient die Verkäufer sind. Auch da müssen wir mit den Verkäufern ein Vertrauensverhältnis aufbauen, damit die mit uns über ihre Techniken und Prozesse überhaupt sprechen. Denn im Moment wird ja nur über Techniken und Prozesse gesprochen, wenn schiefgegangen ist. Aber warum hast du denn wieder nicht geschrieben? Hast du in 2 Stunden beraten? Warum lässt du den denn dann rausgehen? Was hast du denn da wieder falsch gemacht, wird er gefragt. Kein Wunder, dass die Verkäufer relativ wenig Lust haben, darüber zu sprechen, wie ihre Techniken und Prozesse sind. Wenn man die andersrum dran gewöhnt, dass man erstmal die Erfolge feiert und fragt, Mensch, die hast du geschrieben, super Auftrag, mit welcher Strategie hast du das denn hingekriegt? In dem Moment reden die Leute ganz gerne über ihre Techniken und Prozesse. Aber was nicht hilft, ist übrigens, was einige dann machen, ist in der Nebenkoje zu lungern und die Möbelverkäufer zu belauschen. Das macht alle Beteiligten nur nervös und die Wahrscheinlichkeit, dass man dabei was Gescheites hört, ist relativ niedrig. Also Techniken und Prozesse, zum Teil kann man es ja beobachten, was die da machen. Rein körpersprachlich kann man da viel ablesen und ansonsten ist man auf den guten Willen und die Kooperation der Verkäufer angewiesen. Und sobald die Verkäufer merken, dass man kein anderes Ziel hat, als sie besser zu machen, sind die sehr kooperativ. Jetzt wissen wir oft, was die richtigen Techniken und Prozesse sind, wenden die aber nicht immer an. Warum? Das ist die nächste Schicht oder die nächste Stufe der Pyramide und Sie sehen, nach unten wird die immer breiter, weil es auch immer wichtiger wird, die Motivation. Und wir alle sind manchmal motiviert, manchmal nicht motiviert. Manchmal sind wir Opfer, manchmal sind wir Macher. Das ist ein anderes Video zum Thema Führung. Wir müssen dafür sorgen als Führungskraft, dass wir die Motivation der Mannschaft und auch die Motivation von Einzelpersonen steuern. Die Motivation der Mannschaft steuern wir unter anderem durch eine gute Morgenbesprechung. Da geht es um Erfolgserlebnisse, da geht es um erfolgreiche Strategien. Da geht es darum, wie wir heute, woran wir heute besonders arbeiten wollen, um noch erfolgreicher zu sein als gestern. Da geht es nicht um die fiese Regler von gestern. Da geht es auch nicht darum, dass die Zahlen Mist waren, sondern da geht es darum, die Motivation der Leute hochzuhalten. Also die Morgenbesprechung ist wichtig für die Motivation. Dann kommt es natürlich, der Möbelverkäuferjob ist ein harter. Es kommt vor, dass Leute mal bis nachmittags nichts geschrieben haben oder manchmal mehrere Tage miteinander nicht schreiben. Bei den Leuten muss man wirklich extrem nachsteuern, damit die nicht in ein Loch fallen. Am besten bedient man für die Kunden an und übergibt die dann, damit die wieder ein bisschen Wind unter die Flügel kriegen und wieder Hoffnung fassen. Denn Möbel verkaufen ist hart und sehr vom Zufall geprägt. Das heißt, manchmal wird man von 3 Kunden irgendwie in die Wüste geschickt oder 3 Kunden hintereinander verabschieden sich ohne Kauf. Und dann braucht man manchmal eine Führungskraft, die einem da wieder raushilft. Also die Ebene Motivation, extrem wichtig. Und ganz darunter liegt die Einstellung. Die Einstellung, das ist für mich so ein bisschen das Permanente. Mag ich Menschen, mag ich keine Menschen? Habe ich gerne mit Menschen zu tun oder nicht? Wie stehe ich zum Thema Erfolg? Ich kenne Möbelverkäufer, die sagen, oh, wissen Sie, Herr Witt, 1900 Euro brutto reicht mir eigentlich. Und die haben sich eine 1900 Euro Wohnung ausgesucht und fahren in 1900 Euro Urlaube oder fahren nicht in Urlaub. Aber denen reicht das, wie es ist. Also die Einstellung, das ist übrigens die Ebene, an der Sie am schwersten arbeiten können. Das heißt, da sollte man möglichst bei Einstellungsgesprächen, vielleicht heißen die deswegen auch so, darauf achten. Denn die meisten Möbelverkäufer, die werden wegen der Möbelverkaufsfähigkeiten oder wegen dem Möbelwissen eingestellt und wegen der Einstellung.
Einstellung dann wieder ausgestellt. Also wird nachher rausgekriegt, die Einstellung passt halt nicht, den müssen wir rausschmeißen. Finde ich Quatsch. Die Einstellung ist das, was man am wenigsten verändern kann. Das heißt, das muss man bei der Einstellung abtesten. Wenn man also Möbelverkäufern helfen will, mehr Umsatz zu machen, muss man rauskriegen, auf welcher der Stufen man am besten ansetzt. Soll da einfach mehr Kontakte machen oder müssen wir an den Quoten, an der Effizienz arbeiten? Wenn wir irgendwie die Effizienz verbessern wollen, dann müssen wir uns überlegen, was an den Techniken und Prozessen wir ändern müssen, die Motivation anders steuern. Und wenn wir auf all diesen Ebenen arbeiten und das mindestens einmal im Monat beim sogenannten Wachstumsgespräch, dann kann der Verkäufer gar nicht anders, als besser zu werden. Und die Leute freuen sich auf das Gespräch und nach dem zweiten oder dritten Mal werden die das von Ihnen abfordern. Also nutzen Sie diese Umsatzpyramide, machen Sie sich klar, wie Umsatz produziert wird und arbeiten Sie im Gespräch mit den Verkäufern damit, noch mehr Umsatz zu produzieren.